eine ganz besondere Folge. Und zwar, es gibt Gerüchte, dass es gruselige Augen gibt am Ende vom Tunnel in Brookhaven. Und wir wollen heute überprüfen, ob das wahr ist oder ob das Ganze eine Lüge ist. Es gibt insgesamt 4 Tunnel in Brookhaven, nicht nur einen. Wir haben hier hinten einen, das ist der beim Autoshop. Wir haben hier hinten einen zweiten, das ist der bei den Ställen. Den hier hinten, hinter diesem Tunnel, der unter diesem Berg ist. Und... ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich glaube, das war der letzte tatsächlich. Ich glaube, es gibt nur 3. Ich dachte, es gab noch einen 4. irgendwie hinter der Schule, aber ich glaube, das ist der gleiche bei den Stellen. Naja, wie dem auch sei, es gibt auf jeden Fall einige Tunnel und nicht nur einen einzigen. Und es gibt Bilder, auf denen man diese Augen sieht. Und wir müssen auf jeden Fall rausfinden, ob das stimmt oder nicht. Okay, ich habe auf jeden Fall einen TikTok gefunden, was uns ein Tutorial gibt, wie man an diese Augen rankommt. Und deswegen machen wir das jetzt. Okay, der Typ sagt, ist euch jemals das gruselige Auge von Brookhaven aufgefallen? Es gibt viele Leute, die sagen, dass es da ist und dass ein gruseliges Auge am Ende vom Tunnel auffällt, wenn man diese Schritte befolgt. Es ist Teil des neuen Updates in Brookhaven und es gibt hier auch Bilder und das sieht tatsächlich sehr ähnlich aus wie das, was ich auch gesehen habe, aber es ist nachts. Ich glaube, das, was ich gesehen habe, war tagsüber mit diesem Auge. Hier sind die Schritte, die wir befolgen müssen. Teleportiere dich zu Haus Nummer 20. Klar, wir teleportieren uns zu Haus Nummer 20. Nimm das Haus mit der dunklen Dings und der roten Border. Das ist dieses Vampirhaus. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Zack, zack, zack. Keine Ahnung, warum Haus Nummer 20, aber es ist auf jeden Fall ein Tunnel da hinten. Von daher vielleicht sind da die Augen. Es geht auch langsam die Sonne unter. Ich glaube, wir haben hier perfektes Timing erwischt. Okay, ich muss all meine Türen abschließen und diese Schritte befolgen. Also, ich muss das Licht auf Rot machen. Wir machen hier, schließen wir ab. Wo ist das Licht? Wo kann man das umstellen? Hier. Okay, wir stellen das Licht auf Rot. Und dann gehe ich in den geheimen Raum, angeblich. Moment, der war doch im Schlafzimmer, oder? War der oben? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut aus mit diesen ganzen Geheimverstecken. Ich glaube hier. Ja, genau. Hier ist der geheime Raum. Hier geht es unten drunter. Perfekt. Okay, sieht schon mal gut aus. Was sind die nächsten Schritte? Okay, klicke das Buch auf den Boden und setz dich für 10 Sekunden hin. Alles klar. Das Buch auf den Boden. Wir klicken. Und wir setzen uns hin. Warte, wo ist das Sitz-Emote? Perfekt. Man sieht gerade gar nichts, weil ich irgendwie so weird... Also die Decke ist halt hier. Oh, okay, hier. Jetzt habe ich eine gute Kamera. Jetzt kann man es sehen. Ich kann irgendwie nicht mehr die F-Taste drücken für das Buch. Keine Ahnung, was da los ist. Bisschen weird, aber irgendwie macht die Hand auch komische Sachen. Seht ihr das? Alles klar, keine Ahnung, weird. Achso, 10 Sekunden. Wir zählen mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir haben lange genug gesessen auf jeden Fall. Ich habe auch auf jeden Fall ein bisschen länger gesessen, weil ich habe ja davor noch kurz geredet, wegen dem Buch. Okay, was müssen wir als nächstes? Ich muss den Hammer nehmen und das Glas am Fenster zerschlagen. So, der Hammer ist... Ey, das ist richtig gruselig, das Ganze. Ich habe voll Angst, dass es wirklich funktioniert. Bei mir ist es gerade 1.30 Uhr nachts. Weil ich tagsüber nicht aufnehmen kann, weil bei uns gebohrt wird, weil die Heizungen ausgetauscht werden. Und dann ist es sau laut, sonst ist es viel zu warm. Und, okay, warte mal. Ich mach mal First Person, damit wir hier auch was sehen. Warte, kann ich das Fenster jetzt kaputt machen? Okay, warte, wir machen das Fensterglas kaputt. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das Gefühl, das funktioniert überhaupt nicht. Ich will hier nicht sein. Ich hasse den geheimen Raum. Okay, was machen wir als nächstes? Dann geh zu den Stellen und hol dir ein normales Haus. Okay, Gott sei Dank. Das heißt, wir können uns hier raus teleportieren. Goldfarm. Hier, zack. Ich hole mir ein Pferd. Okay, kein Problem. Ich hole mir ein Pferd bei den Stellen. Ey, das ist so ein intricate Tutorial hier. Geh mal hier rein. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. Das sind ja die Ställe. Dann hole ich mir ein Normalo-Pferdchen. Wir setzen uns da drauf. Nimm dein Pferd am Ende der Brookhaven-Map zum Tunnel. Bis zum Ende der Brookhaven-Map zum Tunnel. Es tut mir leid, manchmal ist mein Übersetzen nicht gut. Und dann soll ich versuchen, mich da rein zu glitschen. Und gucken, ob ich das Auge finde. Das heißt, wir reiten auf jeden Fall jetzt mal hier rüber. Das ist ja direkt hier der Tunnel. Ich weiß nicht, ob er den meint oder vielleicht einen anderen. Ey, es ist auch nachts. Wir haben es 12 Uhr nachts. Sehr gut tatsächlich, dass es hier alles nachts ist. Ey, ich habe richtig Angst. Gell, was, wenn gleich das Auge kommt? Jetzt mal ohne Mist. Ich bin gleich ein Schisser. Wenn ich mich jetzt jumpscare, dann tut es mir leid. Bereitet euch alle darauf vor. Okay, kann ich mich hier reinglitschen?
Hä? Nein. Okay, ich weiß, dass man sich reinglitschen kann, wenn man mit diesem Schlafsack da reingeht. Deswegen versuchen wir das mal. Dann machen wir den hier rein. Dann können wir uns nämlich in den Schlafsack legen. Warte. Hier ist so eine schwarze Box. Wir sind in der schwarzen Box, okay? Wir sind in diesem kleinen schwarze Box-Gefängnis, aber ich sehe keine Augen. Es scheint hier ein friedlicher Bereich zu sein. Wir haben es jetzt 1.13 Uhr nachts. Das heißt, das kann nicht das Problem sein. Vielleicht spawne ich das Bett nochmal woanders. Vielleicht hier oben. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, okay. Jetzt habe ich hier meinen Kopf drin. Okay, aber kein Auge. Er sagt... Was hat er noch gesagt? You may see it. Das heißt, wir könnten es sehen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob er diesen Tunnel gemeint hat. Es gibt ja, wie gesagt, mehrere. Wir versuchen es mal mit dem nächsten Tunnel. Ich glaube, die Tunnel sind immer gegenüberliegend von der Stadt. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal komplett zur anderen Seite. Genau. Beim Autoshop. Perfekt. So, hier versuchen wir nochmal unser Glück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier Augen sehen werde. Okay, ich bin echt gespannt. Weil es gibt, wie gesagt, mehrere Tunnel. Mehrere Chancen. Wir sind hier volle Fahrt voraus. Zack, 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 zack. Und let's go! Fahren hier dagegen. Wir glitschen uns rein. Warte, ich glaube, ich habe das Bett auch falsch rumgespawnt. Das muss so seitlich sein. Oder wenigstens andersrum. Damit wir hier durchgucken können. Warte, hier ist es anders gemacht. Hier ist nicht so ein schwarzer Block. Das heißt, warte, kann ich hier rausspringen? Kann ich auf der anderen Seite rausspringen? Warte, das will ich unbedingt wissen. Kann ich hier raus? Kann ich hier... Warte, wenn ich das Bett so reinstecke in die Wand, wie ich es vor... Ja, genau, so. So. Oh mein Gott! Ah, ich falle aus der Map! Nein, ich falle ins Universum! Okay, keine Ahnung, was das war, aber auf jeden Fall keine Augen, soweit ich das jedenfalls gesehen habe. Wir können ja im Video, ich habe nicht so drauf geachtet, auf einen bestimmten Punkt. Aber wir haben noch einen letzten Tunnel, bei dem wir überprüfen können, ob wir Augen haben. Und zwar ist das der Tunnel beim Berg. Wir haben hier Vollmond. Und wir gucken mal. Und das hier ist, glaube ich, der letzte Tunnel. Okay, wir haben es noch Nacht. 5 Uhr, aber bald geht die Sonne auf. Das heißt, unsere Chance ist auch bald vorbei. Wenn wir die Augen sehen, dann hier. So. Okay, ich habe es jetzt hier hingeschafft. Warte, das Bett ist falsch rum. Das muss... Das muss einmal bitte so rum, dass der Kopf auf die andere Seite rausguckt. Ich habe jetzt mittlerweile weniger Angst, weil in den ersten 2 Tunneln kamen keine Augen. Von daher fühle ich mich jetzt hier recht safe. Okay, nee, hier sieht es auch gut aus. Alles klar. Na gut, dann war es das wohl. Oh mein Gott, Leute, das sind Augen! Das sind Augen! Die waren ganz kurz da. Habt ihr die gesehen? Oh mein Gott, die haben kurze weiße Augen aufgeflackert, oder? So richtig komisch gemalte. Okay, es stimmt scheinbar, dass man die Augen sehen kann, wenn man dieses komische TikTok-Tutorial folgt. Oder ich halluziniere, keine Ahnung. Es ist jetzt gerade Tag geworden. Ich glaube, ich habe Augen gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch nur das Bett aus dem Augenwinkel gesehen. Keine Ahnung. Schreibt es mal ins Video, ob ihr da Augen gesehen habt. Beziehungsweise ich gucke gleich auch nochmal mein Footage an. Aber ich kann es gerade nicht sagen. Aber das war es auf jeden Fall mit dieser Folge Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.